Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Iron Harvest mit der, genau, Rusviet-Kampagne, wie es so schön eher im Hintergrund gesungen wird. Und wir machen weiter mit der Infiltration Saxonys. Jetzt klärt sich so langsam auf, wie Janek mit Zuboff zusammenarbeiten konnte, so am Ende der Polania-Kampagne. Denn wir kriegen jetzt mit, er ist nicht unbedingt auf Zuboffs Seite, er infiltriert ihn anscheinend nur. Aber gut, schauen wir rein. Das reicht. Es sind nur noch ein paar hundert Meter zur Grenze. Wieso wollen wir darüber? Die Grenze ist stark gesichert. Nur auf der saxonischen Seite. Polania dürfen keine Waffen mehr an der Grenze stationieren, wegen des Friedensvertrags. Na toll. Wir sind hier und das ist die Grenze. Da unten ist die saxonische Hauptbasis. Ich habe zwei Spähtrupps losgeschickt. Nimm dir Männer und triff dich mit ihnen hier und hier. Gefährden wir nicht den Waffenstillstand? Ist das offiziell? Selbst wenn nicht, wäre das denn ein Problem? Ich wüsste gerne, was wir hier wollen. Ha! Gut. Wir suchen einen Mann in einer Forschungsstation, eine Stunde westlich von hier. Er besitzt unschätzbar wertvolle Informationen. Für Rusviet. Warum dann so vorsichtig? Ein paar Grenzpatrouillen sind doch keinerlei Problem für uns. Das nicht. Aber ich mag keine Überraschungen. Und es muss nicht alle Welt erfahren, was wir hier treiben. Wie gesagt, wir wollen doch die Waffenruhe nicht gefährden. Genug geredet. Die Späher sind meine besten und loyalsten Männer. Sie haben sicher einen Weg gefunden. Ich erwarte Großes von dir, mein Freund. Sperot. Okay, wir... wir sehen nicht mal, wie er jetzt... Also... Dann mal los. Das sollte sich besser lohnen. Ist er jetzt einfach zu Zuboff gegangen, so, hey Leute, ich will bei euch mitmachen, so. Nein, das erinnert mich jetzt wieder an diese Gothic 3 Parodie von der GameStar, ich will bei euch mitmachen. Also es ist halt, ja, okay, war jetzt einfach da und so. Ich dachte, da gibt es erstmal so eine Anfangskonversation, wie er jetzt da beitreten will und sich erstmal beweisen muss. Aber gut, interessanterweise, das habe ich ganz vergessen vorzulesen am Anfang. Wo habe ich nochmal die Missionsziele gesehen? Ich habe schon wieder eine Woche nicht gespielt, ich muss mir erstmal wieder, hier sind die Primärziele. Es gab auf jeden Fall ein Sekundärziel hier in dieser Mission. Verliere keine Soldaten. Was glaubt ihr, was wir hier spielen? Ich seh's. Wie schon gesagt, Rusviet wird sein, nicht so im Sinne von, schauen wir mal, Verluste zu vermeiden. Hier wird meine Mentalität sein. Panzerbrecher direkt vor uns. Wenn die unsere Mechs erwischen, haben wir ein Problem. Diese Rüstung macht mich wirklich nervös. Psst, der hört uns doch. Also hier wird meine Mentalität sein, mit so vielen Verlusten wie möglich noch zu gewinnen. Das ist auch eine Challenge. Was haben wir hier eigentlich? Das ist eine Panzer. Wir spielen jetzt gegen Polar... Nee, es sind... Okay, wir kämpfen gegen Saxony-Einheiten. Die haben Standardinfanterie-Sturmtruppen übrigens. Ich habe das schon mal geschaut. Also tatsächlich sind die polanischen Standardinfanteristen die einzigen mit so einem typischen Bolt-Action-Gewehr, also mit so Repetiergewehr. Die Rusviet-Truppen haben ja Schrotflinten. Und die Truppen von Saxony haben tatsächlich Maschinenpistolen. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich wünschte, die wenigstens die Ingenieure hätten Maschinenpistolen. Wir bekommen den Virus. Lustigerweise haben die Saxony-Standardtruppen alles auf Maschinenpistolen. Ja, ich würde mal sagen, der Letzte landet im Gulag. Okay, und du kommst mal mit. Infanterievortrupp hier. Haben wir diesmal einen Plan? Ich kann helfen. Hi. Vortrupp unter Beschuss. Wo ist denn im Moment? Ach so, waren meine. Sie sind nicht allein, Moment. Nicht stolpern. Was geht's? Mach dies kommt voll. Sie haben es auf und ihr seht. Ja, seht ihr? Läuft doch. Man muss nur, Suizid genug in die Gegner reinrennen, dann lösen sich viele Probleme von selbst. Ist ja nach Warhammer 40k Lore eins der Gründe, warum das hier das Deathcore, also das Todescore von Krieg so effizient ist. Reinrennen, erst danach denken. Habe ich erst vor kurzem ein interessantes Lore-Video gesehen zum Todescore vom Krieg, was Warhammer 40k angeht. War wirklich sehr interessant.
Wen es interessiert, kann ja mal nachfragen, dann kann ich das mal verlinken. Oh, Zack. Oh, ja, komm, ihr halt euch mal. Gucken wir mal weiter. Lassen Sie mich raten. Haben wir na, nur Standardausrüstung, das passt schon. Rücke vor. Ich kann helfen. Ich muss weiter. Wir sehen hier viele Gegner. Sanitäter. Aber sonst geht's euch noch gut, oder was? Die sind schon so gut. Ihr braucht gleich einen Sanitäter. Gut. Ich glaube nicht, die brauchen eher einen Bestatter. Uchte, ich will auch so einen Anzug. Niet, das willst du wirklich nicht. Was gibt's zu tun? Wir könnten jetzt einen unserer Truppen zum Sanitäter machen. Es gibt viel zu tun. Andererseits... Infanterievortrupp hier, was immer notwendig ist. Habe ich vor, großartig zu heilen? Ich meine, Granaten nehme ich mir gerne. Weil wir haben auch keine Ressourcen, weil Sanitäter... Wir könnten Sanitäter ohne Ressourcenkosten heilen, okay. Aber die Ressourcenkosten sind... Sie sind nicht allein! Hallöchen. Eine weitere Mission? Lassen Sie mich, ich erledige Komm. Das. Donnerblitz! Muss was erledigt werden! Infanterievortrupp hier! Schockschwere Not. Warum töten wir diese Leute? Ist der Krieg nicht vorbei? Seltsam, dass wir überhaupt hier sind, nicht? Geben Sie einfach den Befehl. Alles klar. Kampfbereit. Moment, meine... Was ist das? Die Antipanzerlage. Und das ist das Primärziel zum westlichen Treffpunkt und zum östlichen Treffpunkt. Rücke vor. Treffen wir uns zuerst mal mit dem Erkundungstrupp hier drüben. Ich muss weiter. Feindlicher Verband entdeckt! Ich seh's. Nee, die umlaufe ich mal. Ich muss weiter. Oh, Flammenwerfer. Ich kann helfen. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich laufe einfach durch, was soll's. Es gibt viel zu tun. Da geht's lang. Ich muss weiter. Hey, jemand zu Hause? Kolonel Zubov schickt also sein kleines Monster. Wollte wohl keine richtigen Soldaten mehr riskieren. Warum tragt ihr polanische Uniformen? Falls uns wer sieht, dann denken sie, die Rebellen waren es. Aber uns hat niemand gesehen. Wir sind ja keine riesigen Monster oder irgend sowas. Habt ihr was gefunden? Dag Dorchne, den Horchposten auf dem Hügel hier. Sieht halbwegs intakt aus. Wir müssen die Antenne zerstören, bevor wir irgendwas Größeres unternehmen. Ja, das ach so tolle Monster haben wir ja auch dabei. Dieses Monster tritt dich bis nach Dresden, wenn du nicht auf der Stelle die Klappe hältst. Dachte ich mir doch. Verzeihung, Druckmaul. Wollte Zubovs Liebling nicht beleidigen. Zerstören wir die Antenne. Ich wollte gerade schon sagen, so langsam habe ich es verstanden, dass ich ein Monster bin. Machen wir. Es stimmt, aber er hat jetzt gerade einen sehr interessanten Punkt angebracht. Dresden. Ich meine, da das jetzt das saxonische Imperium ist, ist doch die Hauptstadt von denen bestimmt Dresden. Klar? Lassen Sie mich raten. Da geht's nicht um Berlin, da geht's um Dresden. Ich weiß, wo ich hin muss. Gut. Ich muss weiter. Kommen wir Gegner, aus einer... Und zwar eine Menge. Da ist eine Menge Zeug. Da ist einer. Welchen Weg gehe ich am besten? Ich meine, hier lang können wir. Ach, du liebe Zeit. Ich weiß, wo ich hin muss. Seht euch vor. Einfach mal durchrennen, bitte. Feindlicher Verband entdeckt. Oh, verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht den Mecher locken. Ist das schon euer Meister? Die sind schon so gut wie tot. Kommen Sie zum Punkt.
Ich habe auch Granaten. Oh Mann. Oh Mann, ist das schlecht gewählt. Okay, ich würde mal sagen, wir begeben uns mit minimalen Verlusten mal zurück. Und schauen einen anderen Weg lang. Lassen Sie mich raten. Ihr kriegt zumindest einen Blitzschlag noch ab. Bitte schön. Ja, hier müssen wir halt. Aber müsste ich jetzt dann wirklich den gesamten Weg nochmal. Also, ich kann gar nicht durchschleichen, sondern ich muss wirklich den gesamten Weg darüber rechts und dann. Ach, du liebe Zeit. Ey, das Aggro-Verhalten von den Gegnern ist ja auch pervers, einfach nur in dem Spiel. Okay, gut. Meine lieben Freunde, keine Sorge. Ihr seid in guten Händen. Ich gehe voran. No? Wir sehen hier viele Gegner. Gehen wir. Dann kann ich ja einen der Trupps wieder auffüllen. Ich weiß, wo ich hin muss. Rücke vor. Oder meinen Helden heilen. Fragen über Fragen. Erstmal einen schönen Donnerblitz. Captain Blitz! Neue Befehle für uns? Sieht nach einer guten Position. Was liegt diesmal an? Blitzschlag, komm schon, ich bin hier! Feindlicher Verband entdeckt! Nimm das! Ich schieße ihn fetzen! Zusammen, wir sind schon so gut wie tot! So, wunderbar. Ah, den haben wir verloren, aber du kannst mal durchstürmen und dir den Ersthilfekasten holen. Ich glaube an dich. Gut. Oh nein, lasst mich raten, ihr seid die von letztens. Ihr lasst auch nicht locker, oder? Obwohl, es nicht mehr unbedingt ist. Ulla! Auf dem Weg! Da geht's lang. Infanterievortrupp hier! Ist das schon euer Bestes? Ja, da! Wir sehen hier viele Angriffe! Es gibt viel zu tun. Wir sehen hier viele Angriffe. Eine unserer Einheiten hat den Veteranenraum erreicht. Gut. Komm, Nahkampf. Oh, oh, MGs. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen aufpassen. Ich habe ja gesagt, mit so vielen Verlusten wie möglich gewinnen, aber gewinnen möchte ich trotzdem noch. Das wird ein knappes Ding, aber... Junge, schieß! Dankeschön, sehr freundlich. Eine weitere Mission? Ausrüsten! Das ist der östliche Treffpunkt. Da kriegen wir hoffentlich noch mal ein bisschen... Anweisungen! Gibt's uns Schutz! Infanterievortrupp hier! Och nö! Ihr, euch gibt's ja auch noch! Das ist schlecht. Komme ich irgendwo anders hier raus? Nee, komm ich nicht. Oh oh. Das ist richtig schlecht. Nein. Och, jetzt ist die Animation gecancelt worden. Uff. Kanonenfutter. Fürs Erste. Die sind schon so gut wie tot. Anweisungen. Ich werde das erledigen. Ich kann helfen. Wisst ihr was? Ich bin mal so cool und speichere das jetzt einfach mal. Anstatt jetzt zu sagen, wir probieren das jetzt nochmal neu. Nee. Ich sag's euch, so knapp wie möglich zu gewinnen ist schwieriger als perfekt zu gewinnen. Schon fast. Warum ist der Ton? Warum ist der Ton jetzt gedämpft? Juri, wo bist du? Hey, ich sehe jemand. Das gefällt mir nicht. Wo sind sie? Vielleicht wurden sie gefangen genommen. Verdammt. Konzentrieren wir uns für den Moment auf den Funkturm. Ja, geil.
Ich hätte gern diese erste Hilfe. Vorräte. Rücke vor. Wir sehen hier viele Gegner. Nein, da drüben. Ich weiß, wo ich hin muss. Eine weitere Mission? Lassen Sie mich raten. Okay, hier sind Maschinengewehre aufgestellt. Einmal außen rum, bitte. Da unten sind auch noch Erste-Hilfe-Vorräte. Haben wir diesmal einen Plan? Im Idealfall kriege ich sowohl meinen Held als auch den einen Trupp ein bisschen hochgeheilt. Rücke vor. Ich weiß, wo ich hin. Alles klar. Selbst wenn der Gegner sind, einfach durchrennen und ein Erste-Hilfe-Paket. Das Erste-Hilfe-Paket grabben. Eine weitere Mission? Machen wir. Oh, sag mal, bist du des Wahnsinns? Doch nicht da lang. Dass du noch lebst, ist ein reines Wunder. Ach du Schande. Oh, das war gut. Einmal heilen und gut ist. So, alles fein. Oh, da hinten. Ach, da hinten könnte ich auch noch. Super, da hat es ja auch Vorräte gegeben. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, komm. Die anderen Vorräte lassen wir mal. Kann man sich ja mal aufsparen. Für schlechte Zeiten. Ich muss weiter. Ja, gut, okay. Warum kann man da nicht lang? Ist das zu offensichtlich? Ich muss weiter. Ich würde da schon gerne einmal Boom machen, aber ich glaube, dann verfolgen die mich wieder über die gesamte Karte. Zubauf hast du noch ein bisschen. Ja, nur noch Mechs. Diese Orgeln da sind auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Lassen Sie mich raten. Rücke vor. Was liegt diesmal an? Alles klar. Wohl nur eine Einheit. Eine Einheit. Schauen wir mal da drüben. Das ist jetzt gemein. Ich wünschte, ich könnte Abkürzung nehmen, aber. Ich weiß, wo ich hin muss. Das Spiel will wirklich, dass ich für den mächtigen Schleichgott ein paar Umwege nehme. Elite! Komm, krieg noch einen Boom. Boom. Geschoss. Bitte. Yay! Sag bye bye zur Deckung. So, hinten haben wir noch mehr Erste-Hilfe-Kästen. Also, ja, ich glaube, man kann die ganze Mission, wenn man es wirklich drauf anlegt, auch hier mit Janik alleine schaffen. Warum heißt der eigentlich Viktor? Viktor Popovo, das ist jetzt sein neuer Deckname oder sowas. Och, nö. Ernsthaft. Das ist schlecht. Aua, 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 aua. Na gut, ich habe hier hinten ja nochmal Erste Hilfe. So, ihr kriegt jetzt auch mal ein bisschen Piu-Piu, wenn ihr nicht mehr in Deckung seid. Genau. Der Mech kriegt dann noch eine rübergebraten mit dem Explosivgeschoss. Genau du. Gut, hätte mehr machen können. Aber ich kann mich ja zwischenzeitlich nochmal heilen, so ist es nicht. Zumindest sofern da hinten nicht noch mehr Gegner sind. Ich seh's. Ich muss weiter. Wir haben jetzt zweimal Erste Hilfe sogar. Ich seh's. Soll ich mich noch schnell um die... Ja komm, ich kümmere mich fix noch um die... andere Anti-Mech-Stellung. Das könnte mir später wahrscheinlich sehr entgegenkommen. Boah, weil wirklich nicht viel aufgestellt ist. Krass. So, speichern. Ey!
Himmel, also diese da ist doch so eine Verzögerung drin, erstmal, wenn ich auf Escape gehe. Ulla, shit! Nein, 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 ich bin nicht hier. Puh. Ich weiß, wo ich hin muss. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke. Blitzschlag! Psst. Ihr wurdet geblitzt, Dingst. Ulla, also der Sprengschuss ist oftmals richtig böse, wenn man damit ordentlich trifft. Ah, wir haben noch einmal erste Hilfe in Hinterhand. Ich muss los. Nehmt das. Sie hätten es besser wissen, die oder ich. Guck, guck, sag mal, seid ihr eingeschlafen hier am Geschütz? Wollte schon sagen. Diese versucht's ruhig weiter, ihr Bastard. Komm, dem haust du mal auf die Butz. Boop. Ja? Dass der noch lebt. Mit so einem Ärmchen geschlagen zu werden, ist bestimmt nicht nett. Yay. Gleich erste Hilfe hier, dann haben wir da hinten noch mal erste Hilfe, dann haben wir echt noch ein bisschen Reserve. Es gibt viel zu tun. Rücke vor. Okay. Warum auch immer du. Es kann ja wirklich sein, dass das jetzt ein neuer Monstername ist oder sowas. Ja, ich speichere gerade ein bisschen häufig. Lassen Sie mich raten. Aber wir haben ja noch einen Mech zu bekämpfen. Oh ja, den kriege ich jetzt. Nein, oh, jetzt hat er sich umgedreht. Oh Mann. Blöde Sau. Ja, so oft wie ich jetzt einen Rang. Komm mal! Junge. Den hat es gleich desintegriert irgendwie. Ja, aber jetzt mit zusätzlichen Rang. Dann läuft das. Wenn ich jetzt Pioniere dabei hätte, könnte ich hier sogar Ressourcen rausbergen. Das ist auch was ich mal wirklich häufiger machen muss in Zukunft. Aber ich habe an sich durch die Kommentare viel gelernt seit der Polania-Kampagne. Ich habe das jetzt erst im Nachhinein alles lesen können, weil ich ja einiges im Voraus aufgenommen hatte. Ich bin ja mal gespannt, wann ich endlich meine erste Basis haben darf. Wir sind jetzt schon in Mission 4, ne? Von 7? Ich habe noch nicht einmal richtig verheizen dürfen. Ich fühle langsam, dass ich meine Verheizquote für das Mutterland nicht erfülle. Alles klar. Es gibt doch einen Aufsichtsrat, der da aufpasst. Sucht nach irgendwas Nützlichem und stellt sicher, dass niemand den Turm benutzen kann. Mit wem redest du, Yannick? Schlechte Neuigkeiten. Die letzte Nachricht hier spricht von polanischen Soldaten, die sie entdeckt haben. Sie wurden aufgegriffen. Wo haben sie unsere ach so unaufspürbaren Späher hingebracht? Sie halten sie hier fest. In einer kleinen Basis jenseits der Grenze. Holen wir sie raus, bevor die Saxonier merken, wen sie da haben. Ja. Verdammt, wieso dauert das so lang? Fertig? Denke schon. Bist du wahnsinnig? Na klasse. Holen wir unsere Brüder. Jetzt schlachten wir ein paar Saxonier-Schweine nach dir, Frankenstein. Oh, hey, schaut mal, ich habe wieder Soldaten gespawnt bekommen. Nice, danke schön. Und der macht immer noch nichts, ja? Und macht Spaß, die Eier zu kraulen, während du da gemütlich in deinem Fernsehsessel Mech sitzt. Aha, ich gehe voran. Kampfbereit, mal sehen. Was gibt's? Geht in Deckung. Hier ist gerade nur einer. Mir nach. Feindlicher Verband entdeckt. Es gibt viel zu tun. Halten wir uns von dem Suchtrupp fern. Die machen kurzen Prozess mit uns. Was? Selbst mit einem Supersoldaten an unserer Seite? Mein Gott, der Typ nervt. Kann der sich mal entscheiden, ob der mich jetzt runter machen oder überschätzen will? Neue Befehle für uns? Wir sehen hier viele Gegner! Es gibt viel zu tun. So, da hinten habe ich ja sogar schon ein kleines bisschen gestachelt. Ich glaube, da hinten mit die Brücke, das ist eine gute Idee. Okay. Angriff. Ich kann helfen. Rücke vor.
feindlicher Verband entdeckt. Neue Befehle für uns? Zeig dir! Wir sehen viele Gegner! Artilleriebeschuss! Vortrupp unter Beschuss! Oh, Artillerie. Oh Gott, wie es die hier und da durch die Blitze zerreißt. Das ist. Oh, die haben. Das sind die Eisenhans-Anzüge. Uff. Wollen wir uns mit den. Ne, komm, wir laufen einfach durch. Die sind so langsam, die kommen uns nicht wirklich hinterher. Das sind derer Mech-Einheiten. Die sind hauptsächlich Artillerie-basiert. Und haben eine Nahkampfwaffe. Ich nehme mal an, dass sie jetzt auch Fernkampfsachen haben, sind sie im Nahkampf nicht ganz so gut wie die russvietischen Mechs, aber haben eben noch Artillerie montiert. Und ja, die heißen Eisenhans. Gegner, und zwar eine Menge. Kann ich hier? Ich kann hier nicht weiter. Wird erledigt. Njok, njok, Mabirfokir. Wir müssen sie loswerden. Fokker, Fokker, ich meine das Flugzeug. Gab es mal so einen interessanten Fall? Ich weiß, wo ich hin muss. Was gibt's? Später. Dann schieß auch! Komm, die sind gerade so schön versammelt. Junge, willst du dich jetzt wirklich direkt vor die hinstellen um? Alles klar. Ist in Ordnung. Ist okay. Alles klar. Guck. Geht in den Nahkampf. Wir haben einen Infanterietrupp verloren. Und du machst den Rest. Die sind schon so gut wie tot. Ist das schon euer Bestes? Jawohl. Ich weiß, wo ich hin muss. Da drin? Das krieg ich hin. Es gibt bestimmt einen zweiten Teil der Mission. Dann mit den Mechs. Gospody! Da, da! Er ist potthässlich und kämpft wie ein Mädchen. Keines, mit dem ich tanzen würde. Aber der Colonel hält ihn für nützlich. Habt ihr, was der Colonel sucht? Da, hier, diese Brücke. Der einzige Ausweg auf saxonischer Seite. Dort gibt es alte Befestigungen, sogar Häuser. Diese Stellung ist so gut wie uneinnehmbar. Richtig. Und keiner kommt aus dem Tal raus. Wir nehmen die Brücke ein, wenn der Colonel das will. Tja, ganz recht. Was der Colonel will, das kriegt er auch. Wir haben ein neues Primärziel. Was sie will, bekommt sie auch. Nimm die Brücke ein. Ja, okay. Was liegt diesmal an? Die Festung ist uneinnehmbar. Okay, dann auf geht's los. Ach, Maschinengewehre. Ja, da sag ich doch nicht nein. Diese MGs werden uns helfen. Was gibt's? Es sind hier noch richtig viele Lager, aber die können von mir jetzt erstmal Lager bleiben. Neue Befehle für uns? Lassen Sie mich. Soll ich? Na komm, ich lass das mal. Ich weiß, wo ich hin muss. Bekannt Reserve. Wenn irgendwas getötet werden muss, kämpft bereit. Und ihr holt euch mal Granaten. Ich gehe voran. Granaten. Ja, deckt euch damit was an. Diesmal an. Ich meine, Stellung unannehmbar, aber wir haben ja diese schöne Brücke da seitlich. Ich meine, wir sind doch... Also dafür, dass diese Stellung hier unannehmbar ist, sind wir doch sogar schon drüber gelaufen. Befehle? Auf dem Weg! Die Schützen stehen bereit! Es gibt viel zu tun. Bereit! Wir sind in Kürze da! Ich kann helfen. Weißt du, eine Stellung unglaublich befestigen, aber da ist immer noch eine Brücke, wo man seitlich reinlaufen könnte. Lassen Sie mich raten. Da geht's lang. Ich muss weiter. Das lässt sich einfach nicht in Worte fassen. Ja komm, dann purzeln wir mal ein bisschen. Wo nur ein Blitzschlag. Hui! Den hat's bis zum Hausbruch geratzt. MG-Top ist bereit. Besser, wir haben zu viel. Ich muss sagen, dieses Monster richtet viel Schaden an. Da. Aber bis zum Tod da drin stecken? Nein, danke. Hieß es vorher nicht noch, der kämpft wie ein Mädchen? Kampfbereit. Ich weiß, wo ich hin muss. Geschoss unterwegs! Einsatzbereit! Was gibt's? Sie oder ich? Befehle?
Ausrüsten! Hui. Ich muss los. Okay, hier hatten wir sogar noch ein Geschütz. Dann hast du in der Not. Ja, raus hier! Und hier, ja. Nimm die Brücke ein. Ich meine, das ist, ja, okay. Unterwegs! Alles klar. Ja, wir sehen's. Primärziel erreicht. Gut, wir haben die Brücke. Was jetzt? Das Tal ist abgeriegelt. Startet den Angriff. Adlitschne, gar nicht übel. Lasst niemanden aus dem Dorf. Wir können keine Zeugen brauchen. Verstanden. Gut, Ribiata. Zeigen wir es ihnen. Baut Befestigungen. Macht euch kampfbereit. Wir haben ein neues Primärziel. Ach, jetzt kann ich auch mit ihm. Alles klar. Ich würde sagen, das wird jetzt wahrscheinlich mal... Moment. Besiegt alle gegnerischen Truppen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt ganz gut in der Mission drin. Dann bedanke ich mich hier fürs Zusehen und wir machen dann beim zweiten Teil weiter. Also jetzt haben wir mal die erste Mission, die wir bitte auf zwei Teile aufteilen müssen. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.